Wenn die Umstände einigermaßen vernünftig sind, dann kann man natürlich eine Schweißnahtvorbereitung auch super gestalten. Ihr seht hier mal ein paar Ausschnitte vom Rudi, wie hier mal Kälterohrleitung vorbereitet wird, beziehungsweise die Schweißphasenvorbereitung umgesetzt wird. Da ist genug Platz vorhanden. Ihr seht, ihr rollt das Rohr hier hin und her und kann auf relativ einfache Art und Weise eben die Schweißphase vorbereiten. Einfach mal zuschauen, so wird es gemacht. Ist natürlich auch eine Frage des Handlings, ganz klar. Ihr seht, also der macht das schon eine Weile und ist ja relativ gut drauf im Sinne der Handfertigkeiten, der Umsetzung, der Führung von der Schleifmaschine. Das Ganze wird hier mit Fächerscheiben umgesetzt und ich muss schon sagen, ich kriege da ganz elegante Schweißnahtvorbereitungen geliefert. Überhaupt keine Probleme, nichts, gar nichts. Das ist eine saubere Sache. Gerade nach Fernwärme, da muss man schon drauf achten. Wenn die KMR-Rohrleitungen vorbereitet werden, da sind noch fette Rückstände, die sich dann doch früher oder später bemerkbar machen und dann letztendlich ein bisschen hinderlich sind im Schweißgut während des Schweißprozesses. 100% kriegst du es nie hin. Aber annähernd. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Weitere Infos und Links unter dem Video. Und weiterhin viel Spaß hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal.